Ja, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Adventstörchen. Ja, es geht weiter. Hier, seht ihr? Weihnachtliche Stimmung ist bei mir eingetroffen. Und das soll ja schon was heißen. Es ist bald Weihnachten, noch gut 2 Wochen. So, einmal kurz hier noch was machen. So. Jetzt geht's los. Ja, das war schon zu weit. So, seht ihr? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den 10. haben wir schon. Erleichtert ging Peter zum Ball in den Regal und zeigte auf die Zündschnur. Entwarnung! Dort ist die Zündschnur unterbrochen. Ich denke, ihr Bruder wollte uns nur ein Schrecken einjagen. Der Sprengmeister atmete durch. Was für ein Idiot. Na, der wird von mir was zu hören bekommen. Plötzlich kam ein Mann in einen dunklen Anzug in den Keller rum. Ich sehe, hier wird schon fleißig ausgeräumt. Sehr gut. Mein Name ist Alan King. Ich bin der neue Besitzer des Geländes. Justus reichte ihm die Hand. Und wir helfen meinem Onkel bei der Entrümpelung. Warum soll das Stadion eigentlich abgerissen werden? Das will ich dir sagen, mein Junge. In Amerika interessieren sich die Leute eben nur für Football. Nach Stadion hat damals eine reiche Frau aus Europa für ihre fußballverrückten Mann bauen lassen. Sie hat ihm sogar eine eigene Mannschaft finanziert, die Rocky Beach Eagles. Der Irre hatte aber keine Ahnung vom Geschäft. Am Ende versuchte er noch unsinnige Werbung für seinen Lieblingssport zu machen. Hier, seht einmal, was er an Schulen verschenkte. Selbst dafür war er zu dumm. Schneide die Fläche, wenn du die Rückseite gelesen hast, aus. Und klebe diese zusammen. So erkennst du gleich, welches Teil zu viel ist. Okay, wir lassen das so, wie es ist. Ja, ja. Alan King griff in einen Karton und zeigte den drei Detektiven bunte Bastelbögen, aus denen man einen Fußball zusammenkleben konnte. Bob reichte einen Blick, um zu sehen, warum dies nicht funktionieren konnte. Welches Feld war bei dem Fußball zu viel? So, dann schauen wir uns mal die Bilder an. Feld A, Feld B, Feld C, Feld D. Also bei Feld C kann ich jetzt schon mal sagen, das ist kein Adlerschnabel hier. Das ist ein Entenschnabel. Und der Adler, das war der hier. Also passt das mit dem Bild hier nicht überein. So, was haben wir auf dem Bild? Eine Katze mit einem Geschenk. Mal sehen, was haben wir da? Das war irgendwo. Nur wo. Ah, ich weiß die Stelle wieder. Also da, wo die Katze mit dem Geschenk ist, ist hier. Also, genau hier, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil es ein bisschen zu dunkel ist, aber da sind mehrere Katzen. Also das ist es auch nicht, weil das schon offen ist. Das nächste ist ein Hoppelhase, also so ein Osterhase auf dem Feld. Mal sehen, wo war da, wäre das? Ah ja, ich weiß nicht. Still. Die hier. Da ist ein Hase, aber der hat keinen Osterkorb. Also kann es nur Antwort A sein. Also 1. Das heißt also hier oben. Jetzt muss ich die Karton so legen, damit ihr es sehen könnt. Also hier.
Weil da sind die amerikanische Flagge und noch was zu sehen. Ja. So, dann wollen wir mal die Kamera ein bisschen erhöhen, damit ihr es besser sehen könnt. Also so. Also hier. Diese Antwort ist heute richtig. Also aufmachen, dass wieder was länglich ist. Oh. Eingerissen. Ja. Was haben wir hier? Ja. Ist eingerissen, aber macht jetzt nichts. Das sind, wie gesagt, noch. So, das müssen wir zumachen. Das da brauchen wir jetzt noch nicht aufmachen. So, das war das. So, was haben wir da Schönes? So. Oh, wieder ein bisschen runter. Das denn? Irgendwie scheint mir das zum Aufhängen zu sein. Irgendwie. Gucken wir mal nach. So, was kommt hier hin? Du musst schnell los. Ein Fall erfordert deinen sofortigen Einsatz. Um deine Kollegen schnell eine Nachricht zu hinterlassen, kannst du die Nachrichten- und Tastaturfan benutzen. Schreibe deine Nachricht auf einen kleinen Notizzettel und klemm diesen Nachrichtenfan in die ausgestreckten Hände. Jetzt steckst du den Nachrichtenfan zwischen die Tasten der Tastatur deines Detektivkollegen. Wenn er an seinen Computer zurückkommt, wird er die Nachricht sofort auffinden. Wurde zu einem Tatort gerufen. Funktioniert bei klassischen Computertastaturen, nicht bei Notebooks. Ja, und hier könnt ihr sehen, das wäre hier wirklich die 1 gewesen. Wenn ich Brauchen wir nicht ausmalen. So, das war das heutige Adventstürchen. Das packe ich jetzt auch in den Karton mit den anderen Dingern aus den Adventskalendern. Das wird auch zu den Preisen gehören. Ja. So, dann wieder hoch mit der Kamera. So, 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 so. Ja. Ja. Also, was gibt es jetzt noch von meiner Seite aus zu sagen? Nicht viel. Ja. Wie gesagt, also ich bin jetzt immer noch in der Maßnahme. Also bis über die Zeit dieses Adventskalender-Videos. Aber das hat damit nichts mehr dann zu tun. Genau. Adventskalender-Videos kommen. Und ich werde nichts unterbrechen. Genau. So mache ich das. Einfach weiter. Ich komme immer nach Hause. Ja. Also, Holdrio, bis morgen.